Es ist Freitag und damit eigentlich die perfekte Zeit wieder für ein Index-Update am Nachmittag. Eigentlich könnt ihr das von mir erwarten. So richtig gut klappt das aber heute nicht, denn ich bin, ihr seht das hier auf der World of Trading in Frankfurt. Hier steppt der Bär. All diejenigen, die jetzt am Markt sagen, Mensch, ist aber wenig los. Ja, klar, alle sind ja aktuell hier. Na, ganz so übertrieben müssen wir es nicht sehen. Der heutige Tag zumindest mal ein bisschen grün. Es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man aktuell auf die Charts guckt. Ich habe das hier eben, also on the fly, auf dem Smartphone hier gemacht. Also zumindest mal aktuell sieht es ein bisschen positiver aus. Insgesamt hat das Bild sich aber noch nicht wirklich verändert. Wir können wohl davon ausgehen, dass dieses etwas übergeordnete Szenario, dass die Märkte weiter nach unten geht, also durchaus noch Potenzial hat, hier ein bisschen nach unten sich fortzusetzen. Also, was haben wir beim S&P? Deutliche Rücksetzer. Was haben wir beim Nasdaq? Deutliche Rücksetzer. Die waren schon mal ganz schön auffällig. Der Dow Jones allerdings, der hängt noch ein bisschen auf dem Niveau, was ich euch gestern mal eingezeichnet habe. Schaut euch selber mal im Chart an. Ich kann es jetzt leider nicht so schön machen wie sonst, wenn ich am Chart sitze. Also schaut euch das sehr, sehr gerne mal dort selber an. Dann seht ihr, da ist so ein Zwischenniveau, wo der Dow Jones Future zumindest mal festlegt. Der Index, der ist ebenfalls schon durchgefallen. Also ihr seht schon, es ist sehr stark das Zeichen, dass wir in dieser Abwärtsbewegung noch ein gutes Stück nach unten weiter vor uns haben. Also nicht in die Irre führen lassen, wenn es jetzt ein bisschen grün aussieht, ist es in Ordnung. Ich habe hier eben mal völlig unrepräsentativ eine Umfrage gestartet, habe ich mal gesagt, mach mal Daumen hoch, Daumen runter. Die Marktteilnehmer waren sich alle einig, abwärts ist wohl die richtige Richtung. Ob das allerdings ein guter Indikator ist, wenn alle sich der gleichen Meinung da bedienen. Naja, heute zumindest mal geht der Markt ein bisschen nach oben, aber seid darauf gefasst, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen. Viel mehr Verheißungsvolles kann ich euch noch gar nicht berichten. Der DAX zumindest mal auch noch nicht wirklich tiefer. Wir sind da immer noch so in diesem Unterstützungsbereich, den ihr ja seit Tagen von mir immer wieder seit Wochen eigentlich eingezeichnet bekommt. Aktuell auch da so ein bisschen ein grüner Chart, also ein bisschen zumindest mal die Hoffnung, dass es für die Freitagshändler, die heute vielleicht noch so ein bisschen was mitnehmen wollen, ein eher ein positiver, ein bullischer Tag ist. Aber ob der jetzt wirklich den Markt massiv im großen Bild auch entsprechend dreht, das ist mal die Frage. Also damit solltet ihr nicht unbedingt rechnen, dass das der Fall ist. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Na, eigentlich nicht. Ihr seht, die Messe ist relativ voll. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Ich will gar nicht jetzt hier auf irgendeinen Aussteller besonders hinweisen. Auch wenn, egal wie ich die Kamera halte, es fast danach aussieht. Nein, hier ist natürlich relativ viel los. Viele Leute informieren sich aktuell. Na, wie sieht es aus? Orientieren sich aktuell. Und das ist vielleicht so eine Anregung fürs Wochenende, falls ihr diese Videos häufiger guckt. Merkt euch mal den Hinweis. Schaut euch an, welche Ideen reizen euch am meisten, was interessiert euch am meisten. Es ist nicht so, dass einer die Weisheit mit den Löffeln zu sich genommen hat und alle anderen haben keine Ahnung, sondern es ist so, dass es verschiedene Ansätze gibt, sich dem Markt zu nähern. Mein Ansatz, den kennt ihr, den werde ich euch ja immer wieder hier zeigen, wenn er euch gefällt. Dann freue ich mich, wenn ich am Montag das wieder am Chart mit euch durchexerzieren kann. Und wir dann uns überlegen, an welchen Stellen gehen wir rein, wo sind die Stops, was wäre ein guter Gewinnmitnahmepunkt. In diesem Sinne wünsche ich euch für diesen Augenblick erstmal alles Gute, sage ganz liebe Grüße, wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, macht's gut.